Und damit herzlich willkommen zurück zu der Elder Scrolls Online hier bei Explorer RP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind in der Heimlin-Zuflucht und die ist total verflucht. Und da sollen wir jetzt aufräumen, reinigen, clearen, wie auch immer. Und ich sehe gerade, wir müssen unsere Waffe wieder aufladen. Jetzt müssen wir nur mal eben schauen. Das ist ein Blitzstab. Haben wir da was Neues gekriegt? Ja. Ursache und stellt Leben wieder her. Den würde ich eigentlich gern behalten. Das ist relativ gut. Ansonsten haben wir nur... Gut, dann laden wir den nochmal auf. Aufladen. Bitte. Und wir müssen... uns noch einen Humpen zwischen die Kiemen hauen. Hat er gerade gerülpst? Er hat wirklich gerülpst, das Schwein. Mitten in der Aufnahme. So, haben wir den Buff jetzt? 2 Stunden. Jo. Juti, dann sind wir wieder ready. Okay, wir sollen jetzt was? 4 Leute anquatschen, beziehungsweise aus ihren Häusern holen. Dann machen wir das mal eben. Wir schauen aber nochmal kurz, ob hier noch irgendwas Dezentes versteckt ist, ohne großartig Aggro zu ziehen. Runenstein zum Beispiel. Was ist das denn? Ihr sagt mir nicht, wir kriegen schon wieder die nächste Erdsorte. Kann doch nicht sein. Ah ne, da liegt nur einer. Ich dachte schon. Hier oben noch irgendwie... Nö. Da wollen wir nicht hin. Da wollen wir nicht hin. Wir wollen keinen Streit anfangen hier, damit wir zügig durchkommen. Mein Gott. Und, hast du alles gelesen? Schreibtisch, Inhaltsstellen. Okay. Mit ihr sollen wir reden. Meine Frau ist entkommen, aber ich bin hier gefangen. Ich werde sie wohl nie wiedersehen. Was? Ich werde sie wiedersehen. Das, die Aura des Totems wird euch schützen. Die drei stehen an eurer Seite, Reisender. Und mögen sie das Bündnis für alle ihre Taten hier verfluchen. Ihr solltet euch sputen. Ist das dahinter auch noch ein Bücherregal? Nein. Kommen wir da hoch? Ja. Hat uns das was gebracht? Nein. Okay, dann gehen wir ins nächste Haus. Die sind jetzt alle unten. Na komm. Achso, wir sollen das Äther-Totem benutzen. Okay. Das war's. Und töten. Irgendwas läuft ja noch nicht so richtig, glaube ich. Hier gehen wir auch mal kurz rein, wegen Bücherregalen. In einem Haus waren wir letzte Folge schon. Dieses war es aber nicht. Oben können wir mal gucken. Guck mal, hier steht sogar ein Topf auf dem Feuer. Wahnsinn. So. Der Schuppen war, glaube ich, derjenige, wo wir schon drin waren. Ja. Entschuldigung. Mal rein in die gute Stube. Meine ganze Familie ist tot. Ich komme hier nicht mehr lebend raus. Seid doch einmal kurz still. Dieses Totem wird euch schützen. Die Geister brechen aus den Sterbenden hervor.
Daran werde ich mich noch auf dem Sterbebett erinnern. Doch heute liege ich noch nicht darauf. Das Tribunal segne euch. Geht, und zwar schnell. So, den haben wir auch. Jetzt sollen wir weiter runter. Wir gehen mal eben hier in den Schuppen rein. Oder waren wir? Da waren wir doch gerade eben dran. Ich bin verwirrt. Ja, dann sind wir da rein. Da müssten wir jetzt rein, theoretisch. Aber da müssen wir, glaube ich, so oder so rein. Hier könnte man nochmal gucken. Ein leerer Schreibtisch. Vielleicht ist oben noch was. Keller lohnt sich prinzipiell nicht zu gucken, von daher lassen wir es direkt. Da haben wir doch zwei Bücherregale. Vier Stück sogar. Glatter fünf Stück. Sehr schön. Und wir sollen jetzt hier hinein. Ihr dürft ruhig weitermachen. Ich, sehr gut. Die hören sogar mal auf mich. Ich kann nicht hinaus. Ich will nicht sterben. Beruhigt euch. Die Aura des Totems wird euch schützen. Haben die Telvanni euch geschickt? Ich danke euch. Ich werde es darauf ankommen lassen. Gebt weiter und gebt Acht. Da kommen wir nicht hoch. Ein Haus noch. Da müssen wir rein. Und dann haben wir es. Was? Wachsbildnis, okay. So. Bitte helft mir. Ich habe mit eigenen Augen den Tod meines Sohnes sehen müssen. Was soll ich nur tun? Versucht euch zu beruhigen. Die Aura des Totems wird euch schützen. Ich werde es versuchen. Aber ich werde dem Bündnis nie den Tod meines Sohnes verzeihen. Lauft. So. Jetzt sollen wir eine Bündnissoldatin finden. Oben. Dort ist ein Wiesenschaumkraut. Okay. Das können wir nicht. Das, ja, da können wir uns nicht hinsetzen. Auf die Turmzinnen! Seid ihr hier, um mich zu töten? Ich würde euch keinen Vorwurf daraus machen. Aber rettet wenigstens diesen Magier. Mich könnt ihr hier ruhig sterben lassen. Warum haben eure Truppen hier angegriffen? Wir hatten Informationen erhalten, wonach dies hier ein militärisches Übungsgelände für Magier sein soll. Offensichtlich. Offensichtlich lagen wir da falsch. Meine befehlshabende Offizierin war sich so sicher. Sie war es, die damit begonnen hat, Relikte zu zerschlagen. Sie war es, die den Fluch entfesselt hat. Ihr klingt so, als würdet ihr bereuen, was geschehen ist. Ich bin Soldatin. Ich kam mit dem Befehl, hierher militärische Ziele auszuschalten. Und nicht,
um Gelehrte zu bedrohen und Schulmeister zu quälen. Bitte. Wenn ihr mich gehen lasst, werde ich keinen Ärger machen. Ich will nur nicht sterben. Nun gut, verschwindet hier. So, jetzt nochmal wieder zum Telvanni zurück. Der war jetzt da oben, ne? Kommen wir hier irgendwie dezent dran vorbei, ohne irgendwelche Mobs zu kloppen. Gut gemacht. Während ihr die Leute gerettet habt, habe ich nach einem Weg gesucht, dieses Ding aufzuhalten. Und ich glaube, mir ist etwas eingefallen. Ja, du schickst uns jetzt dahin. Der Fluch kam aus dem Reliquiar. Und genau dort werden wir ihm auch ein Ende setzen. Wir müssen das Geschehene ungeschehen machen. Mhm, was soll ich tun? Das Öffnen des Reliquiars muss den Hüter Wildras erweckt haben, seinen Schutzgeist. Wildras wird wissen, woher dieser Fluch kam und wie er zu lösen ist. Was hat es nochmal mit diesem Blub auf sich? Es ist ein uraltes Gewölbe, erbaut zur Aufbewahrung gefährlicher magischer Gegenstände. Dieses enthält einen Geheimraum, in dem die gefährlichsten Objekte verwahrt werden. Es besteht kein Zweifel, dass die Dolche den Fluch entfesselt haben. Hüter Wildras kann euch dorthin führen. Viel Glück. Ich werde den Hüter finden und den Fluch aufheben. So, und es soll da oben sein, okay. Wir schauen uns nochmal kurz um. Irgendwas, was leuchtet? Nö. Da leuchtet was. Den Runenstein lasse ich, weil sonst muss man den... Ja, nix Hund kloppen. Danke, Spiel. Ebenenkraut. Finde irgendwie keine Kisten mehr. Ist deprimierend. Dafür finden wir wahrscheinlich wieder näher 20 Stück auf einmal. Explorer übertreibt doch nicht immer so. Ja, das ist Wunschdenken. Hier haben wir noch Holz. Seit 40 Leveln schleppt er diese Axt mit sich rum. Die müsste eigentlich schon stumpf sein. Was ist das hier oben? Trinkschlauch? Ich wollte den Rucksack plündern. Der existiert nicht, der Rucksack. Okay. Bohnen. Der hat sich's gemütlich gemacht. Okay, wir müssen jetzt hier runter. Dann probieren wir mal von hier. Wenn möglich, bitte ohne zu sterben. Okay, sieht gut aus. Nein. Dann schauen wir mal, was uns erwartet. Schon seit vielen Lebenszyklen wurden die Reliquiengewölbe unterhalb der Heimlichtzuflucht genutzt, um Objekte mit mystischem Potenzial, die zu gefährlich sind, als dass man zulassen könnte, sie frei in der Welt kursieren zu lassen, wegzusperren und zu versiegeln. Die Wächter dieser Reliquien werden seit langem aus dem Haus Telvanni ausgewählt, das in uralter Magie überaus bewandert ist. Ladebildschirm. Okay. Die Geister, die ich rief. Die Miezekatze.
Euer Ziel ist Simon. Da ist er schon. Hüter Wildras. Ihr solltet nicht hier sein. Ein schrecklicher Fluch liegt über diesen Hallen. Merari schickte mich, um zu helfen. Dann heiße ich euch willkommen, Günstling der Telvanni. Die Zauberseuche geht von dieser geheimen Kammer aus. Eigentlich gelangt man durch ein Portal hinein, aber der Fluch blockiert es. Wie öffnen wir das Portal wieder? Wir müssen die toten Magier, die diesen Fluch erschufen, dazu zwingen, uns zu helfen. Brecht die Zauberkäfige auf, in denen Rendrasa Malena und Adras Vale gefangen sind. Ruft sie herbei. Bekämpft sie und bindet sie. Danach sucht ihr mich wieder auf. Ich werde die Magier herbeirufen, besiegen und binden. Öffnet die Zauberkäfige der alten Zauberer. Wenn sie erscheinen, vernichtet sie. Könnt ihr mir die Geschichte des Fluchs erzählen? Das kann ich. Vor langer Zeit, als unser Volk noch die Chima waren, war dieses Land als Velot bekannt. Die Chima verehrten die Daedra. Doch sie verabscheuten die gottlosen Elfenclans, die man Dwemer nannte. Immer wieder prallten die Chima und die Dwemer aufeinander. Fahrt fort. Furchtbare Waffen wurden erschaffen und zum Einsatz gebracht. Die Zauberseuche war nur eine von ihnen. Sie war das Werk zweier wandernder Magier, die dem Daedra-Fürsten Namira huldigten. Das konnte nicht gut ausgehen. Der Fluch war schrecklich. Schlimmer noch, er war unkontrollierbar. Die Fürsten der Chima banden ihn an dieses geheime Gewölbe. Dann erschlugen sie Rendrasa Malena und Adras Vale, um sie gemeinsam mit ihrer grässlichen Schöpfung einzukerkern. Leb wohl. Gut, dann würde ich sagen, machen wir aber jetzt hier einen Cut, weil wir sind schon bei 17 Minuten und das wird zu lange. Ich danke dir draußen fürs Zuschauen, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem wann du die Folge siehst und sage Tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao ciao.